Hallo Leute, heute kommt mal ein ja etwas kürzeres Video und zwar ein DM-Haul und es ist mein, ja shame on me, mein erster DM-Haul. Ich gehe wirklich ungelogen wöchentlich bei DM einkaufen und kaufe mir irgendein Zeug, ja, und ich habe es noch nie gefilmt. Ich habe es wirklich noch nie gefilmt. Also ich weiß auch nicht, wie es dazu kommt, aber jetzt ist es soweit, jetzt gibt es einen DM-Haul und viel Spaß dabei. Als allererstes habe ich mir wieder mein Trockenshampoo nachgekauft, das ist von Balea. Und das benutze ich einfach immer, wenn ich eine Frisur mache und ein bisschen mehr Grip in den Haaren haben möchte. Oder wenn mein Ansatz ein bisschen fettig ist oder wenn ich einfach mal keinen Bock auf Haare waschen habe. Was nicht heißt, dass ich meine Haare dann immer mit Trockenshampoo wasche und mir nicht mehr die Haare wasche, nein. Sondern einfach mal, wenn man mal einen Tag noch rauszögern will, dann ist es gut. Das Trockenshampoo kostet, glaube ich, 2,45 Euro oder so. Also ungefähr zwischen 2 und 3 Euro. Ja, auf jeden Fall, das hier ist bei mir ein Nachkaufprodukt. Ist bestimmt schon das vierte oder so. Ja, mein Handy klingelt, sorry. Ist bestimmt schon das vierte jetzt und ich bin damit sehr zufrieden. Das nächste ist eine Dusch- und Creme. Habe ich jetzt so noch gar nicht ausprobiert. Ich habe sehr trockene Haut. Ich benutze meistens Duschöl oder sowas. Da gibt es auch eins von Balea. Und ich habe gedacht, dieses Dusch- und Creme probiere ich mal aus. Und das ist mit Limette und Aloe Vera. Und das riecht so abnormal gut. Das riecht total frisch. Und einfach, ich weiß nicht, lecker. riecht super lecker. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Dieses Duschgel hat, glaube ich, 85 Cent oder so gekostet. Also es war auf jeden Fall unter einem Euro. Dann habe ich noch eine Fußcreme gekauft. Und zwar will ich natürlich jetzt im Sommer besonders ja, schöne, weiche Füße haben. Und die sollen ja auch gepflegt sein. Also die sollen immer gepflegt sein, aber im Sommer natürlich besonders. Und die ist, das ist eine Teebaumöl-Fußcreme. Ich habe nämlich mal gehört, dass Teebaumöl helfen soll, dass Füße nicht so schwitzen und so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie schwitzige Füße, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und es ist dann gleichzeitig antibakteriell und wenn man ins Schwimmbad geht, was ich in letzter Zeit öfter mal mache, weil ich einfach mal ein bisschen baden schwimmen will, kriegt man auch nicht so leicht Fußpilz. Ich weiß nicht, im Schwimmbad steckt man sich da ja, glaube ich, relativ leicht mit an. Ja, auf jeden Fall wirkt die dadurch das Teebaumöl auch antibakteriell. Ja, die riecht jetzt schon, ich weiß nicht, ob ihr den Geruch von Teebaumöl kennt. Es riecht nach Teebaumöl, aber ich finde, es riecht jetzt nicht schlecht. Also die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren und euch dann berichten. Die Fußcreme hat jetzt, glaube ich, so, oh Gott, ich weiß es echt nicht mehr, 1,50, 2 Euro. Ich weiß es leider nicht mehr. Ich versuche es rauszufinden und ihr seht sowieso alle Produkte und alle Preise nochmal unten in der Infobox. Dann habe ich noch ein Deo gekauft. Eigentlich habe ich immer eins von CD, aber das war irgendwie, gab es letztens nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Das ist auch ohne Aluminium von Balea, Deo Spray Sensitive. Eigentlich auch ganz gut, aber meins von CD mag ich eigentlich lieber. Ja, aber ich habe ein frisches für die Handtasche gebraucht, deshalb. Das Deo hat, ich glaube, 85 Cent gekostet. 65, 85? Ich weiß nicht mehr genau, also definitiv ein gutes Stück unter einem Euro. Das ist jetzt eine sehr genaue Angabe, ne? Naja, gut, ich kann jetzt auch nicht alles wissen. Unterm Euro auf jeden Fall. So. Und jetzt habe ich natürlich noch was Kosmetisches gekauft. Und zwar beides von Catrice. Und zwar, weil ich nochmal ein Video machen möchte, wie man sich günstig schminken kann. Falls ihr mein erstes günstig schminken Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch unten in der Infobox. Und zwar geht es in dem Video darum, dass ich mich schminke nur mit Drogerieartikeln. Und weil ich für meine Haut halt eher selten was in der Drogerie finde, habe ich da weitgehend halt High-End-Kosmetik
Und jetzt habe ich aber mal zwei Sachen gefunden, die einigermaßen meinem Hautton entsprechen. Und zwar ist das einmal von der von Catrice, das All Matte Plus Make-up, Shine Control, bla bla. Also es mattiert so ein bisschen. Und das ist in der Farbe 010 Light Beige. Und das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich hier noch den, auch von Catrice, Retouch Light Reflecting Concealer. Und ich zeige euch die beiden Sachen einfach mal auf meiner Hand. Ich habe schon mal ausgetestet, deswegen ist es ein bisschen dreckig vorne. Also das hier ist jetzt der Concealer. Und das Make-up, das ist ein bisschen komisch hier. Also ich finde das ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, das, also keine Ahnung, ich hätte lieber einen Pumpspender gehabt, aber okay. Und ja, das Make-up sieht im Endeffekt dann so aus. Und der Concealer ist halt ein bisschen heller, so wie es eigentlich sein soll. Ja, auf jeden Fall hat das Make-up, glaube ich, ungefähr 8 Euro gekostet. Ich glaube 7,95, ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Und der Concealer so um die 3 bis 4 Euro. Und ja, das war es dann auch schon mit meinem Video. Wenn das nächste günstig schminken Video draußen ist, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall hier unten noch in der Infobox. Und abonniert meinen Kanal, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!